Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir sind wieder mit Ivor unterwegs in East Anglia. Ganz, ganz viel erlebt heute während des Streams. Vierte Folge, glaube ich, inzwischen jetzt bei der Aufnahme. Ja, wir wollen nochmal den restlichen Kram machen, den wir noch nicht gesehen haben von der Insel. Das wäre dann tatsächlich nur noch das Stück hier unten. Und wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir vielleicht nochmal ein bisschen was von der Hauptquest und vielleicht das große Finale nochmal zu erleben. In Bezug auf dieses Gebiet hier, das gibt uns ja auch nochmal ganz viele Vorräte dann später für unsere Siedlung in Refnatop. Also ich beeile mich und hoffentlich haben wir ein schnelles Pferd, dann geht es auch vielleicht ein bisschen schneller. Bei Twitch immer noch gerade für unsere Verhältnisse re recht viele Zuschauer da. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, auch nochmal an den Raid von Fireshot, der dann einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass hier so viele Leute mit zuschauen. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls hier noch welche dabei sind, die vielleicht den Kanal noch nicht gefolgt haben, dann gebt euch einen Ruck, wir würden uns freuen. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und ihr kommt vielleicht öfters vorbei. Und guck mal, Tilsa wirft da nochmal 4 Goldmünzen in den Hier Ring. sollte ich vorsichtig sein. Oh, hier ist einfach mal ein Lager. Okay, dann sollten wir hier vielleicht ein bisschen weniger auffällig durchgehen. Bin doch vorbeigeritten. Vielen, vielen Dank, Tilsa. Ja, das machen wir mal schnell von der Seite hier, oder? Das. Jetzt wacht er auf, genau in dem Moment, wo er nicht soll. So, der da am Feuer ist, der wird bestimmt hier. Noch jemand hier oder? Ihr habt jetzt. Ihr habt mich nicht entdeckt. Okay, cool. Man kann ja doch noch mal ein bisschen was heimlich machen in dem Spiel. Ich finde es hier unweit schwerer, muss ich sagen, weil dieses ganze Spiel nicht darauf eigentlich unbedingt dahin leitet, hier alles heimlich machen zu wollen. Eigentlich will man die ganze Zeit voll drauf klatschen hier mit Axt und Schwert und Hammer und. Hast du nicht gesehen? Das war's eigentlich auch schon, ne? Eigentlich können wir uns jetzt hier vom Acker machen. Und uns gleich noch die Nahrung und. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Sehr schön, okay. Perfekt. Das ging fix. Und ausgenommen auch mal leise. Dann können wir tatsächlich mal hier zu dieser Ruine. Wald von Theodfort, wie gesagt, diese ganzen Sachen. Einmal hier etwas abgreifen. Das sieht doch auch so aus, ob da irgendwas ist. Und wenn es nur ein Artefakt ist. Wir haben auch lange keine so Codex-Seiten oder so mal gefunden. Von den Assassinen. Wir haben ja zum Beispiel auch noch ganz viele von diesen alten Ruinen, die man finden kann. Wir hatten schon irgendwelche Tempel und Gräber gefunden. Das war auch krass. Also ist ja nicht so, dass man hier nichts in der Welt entdecken kann. Das sieht doch auch schon wieder sehr, sehr verdächtig aus nach irgendetwas, was wir noch nicht kennen. Aha. Und hier ist es auch schon wieder so giftig. Guck mal, hier sind schon wieder. Ja, das sieht doch schon wieder nach einem Artefakt aus. Sieh mal nach, Sühnen. Da ist auf jeden Fall was. Und das ist doch schon wieder irgendeine Arena hier, oder? Das ist doch schon wieder so ein blöder Kampf mit einer. Seherin, die hatten wir doch auch schon mal. Okay, das ist also nochmal eine Nebenquest hier. Ja. Ich werde davor einmal speichern, weil wir den Kampf schon mal. Wir haben schon den Kampf schon mal verloren. Also wir holen uns jetzt das Artefakt und dann speichere ich vor, damit wir nicht unbedingt nochmal das Vergnügen haben. Ja, hier sieht es aber auch so aus. Wo ist denn das Ding? Ist hier wahrscheinlich oben, ne? Lass mal hochgucken. Das sieht mir nach einem ähnlichen Kampf aus wie hier oben. Da, das hier. Sowas in der Art wird das hier auch sein. Und das ist auf jeden Fall mal ein römisches Artefakt.
Was aber scheinbar dann doch... Aua, hier drin ist und nicht draußen. Und zwar da oben. Ach, das ist der komische Eiferer da. Hä, wo ist denn das jetzt? Ach, da dran. Das ist das hier, die Maske hier. Ist auch römisches Artefakt erhalten, sehr gut. Und das hier kennen wir schon. Diese Art von Quest, diese Art von Arena-Ring kennen wir schon. Und bevor ich das jetzt verhaue, speichern wir hier einmal an der Stelle, damit wir im Zweifel, wenn wir uns das angeguckt haben, nicht wieder sterben. Das haben wir nämlich schon des Öfteren gemacht. Der wird wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher sein, der Kampf hier, von daher... Dunkle Geister beherrschen das Himmelszelt. Das ist wieder so ein Altar-Ding und dann kommt da jemand und dann unterhält man sich 5 Stunden lang und dann kriegt man wieder richtig einen auf die Mütze. Das wäre nicht das erste Mal. Ja, das ist auch wieder so ein Teil. Mal gucken, ob das schwerer ist oder einfacher ist, aber der andere war schon super schwer. Gefallener Krieger, von den Valkyrie verschmäht. Und das wird bestimmt nicht einfacher werden. Sie musste viel erleiden, bevor sie starb. Gewichtigen König Lerion die Ehre zu erweisen. Oh, mit Blitzen. Diesen Mann kenne ich nicht. Er wurde betrogen und ermordet von denen, die seine Freundschaft zurückwiesen. So wie du es nun tust. So, warte doch. Wir kriegen sowas auf die Mütze, oder? Wir werden richtig verkloppt jetzt gerade gleich. Und du sollst darin vergehen. Ja, komm. Das ist doch auch wieder so ein Ding. Ja, Stärke 340. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wollen wir gleich sterben oder wollen wir es lassen? Oh, ich hab dich. Wir können ja nicht mal ausweichen. Also lass uns gleich mal. Hä, warum ist denn das jetzt langsam? So, weil ich so wenig Leben habe, ne? Ja, genau. Ach, krass. Okay, das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes hier in dem Level. Stärke 340. Wir haben irgendwie... Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 100... 123 oder sowas. Krass. Also die Kämpfe sind übel. Die sind richtig übel. Gefallener Krieger, von den Valkyrie verschmäht. Ja, das wissen wir jetzt. Ja, cool. Den machen wir dann auch mal später, würde ich sagen. Heieieiei. Also das ist halt krass, dass es in diesen ganzen Gebieten, wo man so mit Stärke 90 oder so hinkommt, halt auch noch Sachen gibt, die halt man einfach... Die einfach zu krass sind. Leider muss ich auf dem Schwierigkeitsgrad, das ist halt, auf dem wir spielen, das ist halt nochmal eine Nummer härter. Das merkt man schon. Also ich glaube, der Unterschied, ich habe noch nie auf dem normalen Schwierigkeitsgrad... Können wir nicht durchreiten hier? Nee. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht gespielt. Aber ich denke, dann kriegt man das schon auch hin. Aber hier ist es schon echt krass. So, ist in dem Wald von Theosforte noch was, was wir uns irgendwie angucken müssen? Ansonsten ist tatsächlich das nur in dem Waldversteck interessant. Ja gut, diese Wölfe und Bären, die lassen wir alle mal in Ruhe. Krass. Aber warte mal, Wald von hier kann man doch bestimmt richtig gut jagen dann, oder? Hier waren jetzt gerade Bären, hier waren Banditen. Okay, hier kann man richtig coole Sachen machen. Nicht schlecht. Waldversteck. Gut. Dann ab ins... in die Höhle hier. Guck mal. Hier ist nochmal ein Opal, sehr schön. Und das ist anscheinend auch... Hier darf mich niemand sehen. Nee, deswegen tarnen wir uns jetzt auch. Hier gibt es nochmal Ausrüstung, okay.
Wer kann uns sehen? Das sind drei Gegner, vier den da. Irgendwie von der Seite bekommen. Oh, das ist ein Feuerheini. So, niemand hat uns gesehen. Der da oben auf dem Turm, den müssen, der muss weg. Ja, genau. Die sind zu gefährlich. Nein, es rennt doch nicht weg. Nein. Oh, so ein ruhiger Typ. Runter, 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 runter! Nein, 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 runter! Ab ins Wasser. Okay, cool. Hei, hei, hei. Wo ist denn der Feuertyp hin? Macht euch mal nützlich hier, klar? Okay. Den haben wir. Ach da! Jetzt kommt der hier mit so einem Fass an. Okay. Das sind ja zwei Bosse. Oh oh. Ah, geh weg, geh weg, geh weg! Nein? Ich fliege gerne ein bisschen durch die Gegend, ist alles okay. Aua, aua, aua. Jawohl. Dann haben wir ihn, würde ich sagen. Ach, das war ein Eiferer? Haben wir gerade einen Eiferer gekillt? Ich wünschte, mein Leben hätte nur aus Ale geladen und Pissen bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein ehelgeschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Das war ein Eiferer, der sich da eingemischt hat. Der war da gar nicht, der gehörte gar nicht dazu. Ja, sehr schön. Man muss auch mal Glück haben. Gleich mit der Jung bekommen und echt Speer und. Da ist gleich noch einer hier. Ah, noch so ein Feuertyp hier. So, Schluss mit ihm. So, dann haben wir es jetzt aber auch wirklich, oder? Da ist noch einer. Dann ist aber wirklich Feierabend jetzt hier. Puh, gut, Eiferer und Dings war jetzt unangenehm. Aber das ging dann doch. Ne, das war aber keine richtige. Doch, oder eine gesuchte Person. Das kann auch sein, dass es einer von den Personen war, die wir zufällig entdeckt haben. Karolinger Langschwert. Ah ja, das ist doch schön. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich würde es super schön finden, wenn wir mal ein Schwert finden würden. Ich glaube, das ist mal ein richtiges Einhandschwert jetzt, oder? Ne, ist ein Großschwert wieder. Oh, es ist ein Einhandschwert. Ja, genial.
Oh, das bauen wir uns auf jeden Fall auf. Da habe ich richtig Bock drauf. Kritischer Schaden wird nach Abschlüssen erhöht, maximal 5-mal. Ist eine Bärengeschichte, aber ja, das will ich auf jeden Fall haben. Das machen wir uns gut. Sehr schön. Dann werden wir jetzt einmal die Fertigkeit machen und holen uns auf jeden Fall dieses Adrenalin beim Schleichen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig für unseren Spielstil. Da brauchen wir nämlich nur noch das hier. Und dann gibt es hier eigentlich noch weitere. Hier gibt es noch verbesserter Bogen, Benommenheitsschuss. Oder wir gehen jetzt ganz woanders hin. Jagdbogen-Kombo. Verstärkte Pfeile. Was machen die denn? Das ist alles gerade ein bisschen schnell. Das ist ein Bug vom Spiel. Er kann von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Okay. Puh. Meuchlerlist. Ja, das gibt's auch. Vielleicht müssen wir mehr in diese Bärenrichtung gehen und gucken, ob wir irgendwas für Schwerter haben. Dass wir unsere Schwerter verbessern. Hier gibt's was für Hammer. Großschwert und Kurzschwert. Hier zum Beispiel. Kriegerniederschlag. Schlachtfeldeinäscherung, Schrecken. Sprintschlag, ja, das kennen wir auch schon. Pfeilsalve ist auch ganz spannend. Verstärkte Pfeile, ja. Es gibt Wolfskrieger. Kämpfe mit wachsender Wut, während sich der Toten. Ja, dein Schaden erhöht sich, je niedriger deine Gesundheit ist. Das ist natürlich auch krass. Das könnten wir hierüber halt bekommen. Wege des Wolfes. Es gibt einfach so unfassbar viel, ne? Schildmeister. Alvor wechselt bei gegnerischen Angriffen automatisch zur Abwehrhaltung mit erhobenem Schild. Ja, aber das ist ja... Was ist denn hier? Furchtloser Sprung. Das sollten wir nochmal machen. Den Sprungangriff. Den haben wir irgendwann zwischendurch mal weggeskillt. Dass wir aus jeder Höhe springen können. Das habe ich irgendwann mal weggeskillt. Ich weiß gar nicht. Wir hatten einmal komplett zurückgesetzt. Dann haben wir einige Sachen nicht mehr behalten. So, Orden. Wir haben ein paar vom Orden ausgeschaltet. Und zwar... Ah, hier, Gifle. Da. Besiegt. Von dem hatten wir noch gar nicht so viele Details. Paladin Gifle, der Eschenspeer. Gilt hiermit. Und wir wissen auch schon die Leier. 2 von 6 Hinweisen. Genau. Eine beim Eschenspeer gefundene Nachricht haben wir da gefunden. Die können wir uns gleich nochmal anlesen. An sich haben wir auch noch ein paar Eiferer. Hier, den haben wir schon besiegt. Wir haben aber noch einige, die offen sind. Also da werden wir wahrscheinlich auch noch Hinweise finden bei denen. Pff, viel, viel zu tun. Genau. Genau, gucken wir uns im Inventar an. Am besten. Das dürfte wahrscheinlich irgendwo hier unten sein bei den Nachrichten, ne? Warnung an Zauberer. Ach nee, das ist auch da, glaube ich, bei den Ordensgeschichten, diese Nachrichten, ne? Die findet man hier, ne? Genau, die kann man hier lesen. Die Aufgabe, die du mir aufgetragen hast, ist abgeschlossen. Die Taten sind vollbracht. Die Leichen begraben. Die Leier ist zufrieden nach Grantabisky zurückgekehrt. Ich bin bereit für weiteres. Oh. Okay. Oder Shire wahrscheinlich. Grantabisky Shire wahrscheinlich, ne? Kleine Runde der Sicherheit haben wir noch gefunden. Okay, sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste gemacht. Die beiden fehlenden Reichtümer, wissen wir, wo die sind. Die sind hier. Wir haben noch 4 Nebenquests. Davon sind 3. 3 auf jeden Fall ersichtlich. Nämlich, das sind Kämpfe, die von der Stärke her einfach noch zu krass sind. Jetzt wäre die Frage, wo ist jetzt das letzte Rätsel, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Könnte irgendwo hier unten an den Sümpfen sein. Ich will aber sowieso nochmal diese Ecke hier aufdecken. Das heißt, wir werden auf jeden Fall runtergehen. Wir haben aber auch einen anderen, zum Beispiel hier ist auch noch ein Rätsel offen, da wissen wir, dass es das hier oben ist. Hier haben wir 2 Rätsel offen, das zweite Rätsel haben wir auch noch nicht gefunden, keine Ahnung, wo das sein soll. Also wir sind, ist nicht so, dass wir jedes Gebiet immer komplett durchkämmt haben, aber ich würde trotzdem nochmal hier runter in den Sumpf gehen. Vielleicht ist hier noch irgendwo was, was danach aussieht und hier möchte ich nochmal rüber gehen über die Brücke, um uns diese Ecke nochmal anzuschauen. Und da werde ich jetzt mal Ivor hinbewegen, auf jeden Fall. So, Nechtan brauche ich mich nicht, aber zumindest brauche ich unser Reit hier.
Ein paar Pfeile schnappe ich mir auch mal wieder, ne? So, wo ist denn jetzt unser Pferd? Reittier ist nicht verfügbar, ja, das ist natürlich ganz toll. Sag mal. Ah, jetzt geht's. Ja, das ist doch offen. Super. Ist das der Eiferer da vorne? Ja, das ist der Eiferer, ne? Ja. Wissen wir schon, wer das ist eigentlich? Haben wir den schon mal? Jetzt wissen wir, wer das ist. Eiferer erkannt, okay. Die müssen wir uns auch irgendwann nochmal antun. Krass, hier gibt es richtig viel Wild und Wölfe und sowas. Also wenn wir hier mal jagen wollen, dann können wir das auf jeden Fall in diesem Wald hier machen. Der ist ja richtig gut dafür. Wie gut ist denn der Typ? 160. Okay, die anderen waren 90. Die müssen wir uns auch irgendwann nochmal antun. Und Wulfrun ist 160. Oh, krass. Aber ist tatsächlich nichts mehr Spannendes, ne? Alles hier aufgedeckt. Aber hier ist nichts mehr, was irgendwie auf diese Quest hindeutet. Das heißt, wir können uns dann auch tatsächlich beruhigt Richtung Hauptquest begeben. So, Orden. Da haben wir auf jeden Fall mal auf. Wulfrun ist geschmeidig und behende und verwundet ihre Ziele am liebsten nur tödlich, ohne sie tatsächlich zu töten. Ich sehe sie gerne zu Tode bluten, sagt sie. Diesen Moment muss man auskosten. Wulfrun ist eine Saufkumpane des Eschenspeers. Ach, guck mal. Hätten wir also den Eschenspeer. Da hätten wir auf jeden Fall Infos darüber bekommen. Über ihn. Na gut, jetzt haben wir ihn so gefunden. War ein bisschen lucky, aber man nimmt, was man bekommt. Okay, das heißt, die Ecke aufgedeckt, nichts weiter bekommen. Das bedeutet, wir können uns tatsächlich hier begeben und begeben uns jetzt auf jeden Fall nochmal Richtung Hauptquest. Dann schaffen wir es tatsächlich vielleicht nochmal einen Angriff zu machen und den Rest zu schaffen. Dann wird es im Zweifel eine etwas längere Folge. Wir sind bei circa knapp 23 Minuten. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Ich will es auch nicht hetzen, aber ich würde es jetzt gerne noch unbedingt machen wollen. Und uns nochmal dem Thema Oswald, Rüd und den Dänen gerne nochmal zuteilen lassen. Da oben in dem Lager waren wir schon mal. Da treffen wir uns jetzt auch wieder. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Hauptquest. Die tosende Wut der See, genau. Also noch mal zur Erinnerung, für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir sind an der Stelle, wo Oswald. Das kam aus Elmenham. Valdis muss dort eingetroffen sein. Die Flotte der Brüder. Versammelt und bereit. Wir haben Oswald und Rüd. Alles da, Kimsicke, kein Problem. Endlich kommt mein Langschiff wieder zum Einsatz. Rüd und Oswald sind die Klippe runtergefallen in Dunweg. Da kam ein. Die haben einen Holmgang gemacht. Und Oswald hat eigentlich keine Chance gehabt gegen Rüd, aber ihn irgendwie von der Klippe gestürzt, als Rüd halt eben relativ unbedarft war. Eivor, jetzt gucken wir mal. Oh. Die Kunde von deinen Taten in Theodford hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Wir haben ja richtig viele Schiffe. Krass. Jetzt wird's ja spannend. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei. Und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Gräfe ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Koningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Oh, cool. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Tja, lebt er noch oder lebt er nicht mehr? Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Aber sowas von bereit für den Angriff? Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Valdis die Fürth zum Haupttor führen.
Sobald Rüths Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüths Männer dürfen sich nicht verschanzen. Okay. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Na dann. Gedenkt Oswalds Opfer. Dies ist eine Schlacht für die Freiheit. Ist, glaube ich, tatsächlich das Schönste davon. East England braucht euch. Ich würde das Zweite sagen. Chat, was würdet ihr sagen? East England braucht euch ist ein bisschen langweilig. Oswalds Opfer, natürlich hat er einen Oswald gebracht. Aber wir wissen ja noch nicht mal, ob er vielleicht nicht doch noch lebt. Aber ich tippe nicht. Aber dies ist eine Schlacht für die Freiheit. Lange habt ihr in Angst gelebt. Man hat euch eure Häuser genommen und eure Felder verbrannt. Nun ist eure Stunde gekommen. Kämpft, um diesen Schmerz zu besiegen. Kämpft, um euch von der Angst zu befreien. Freiheit! Tulsa sagt heute auch Freiheit. Ist der große Tag. Heute befreien wir East Engler von Rüths Clan. Ein für alle Mal. Na dann. So muss das sein, Tulsa. So muss das sein. William Wallace wäre stolz, ja. Richtig Bock jetzt auf den Angriff, richtig Bock. Nachdem diese ganze Oswald, also der ganze Handlungsstrang der Hauptstory hat mir super gut gefallen. Umso mehr Bock habe ich jetzt auf den Kampf gerade. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume. Leben. Vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Rammelkastelbör. Okay, wir müssen tatsächlich rammeln mit dem Schiff. Das hebt bloß nicht so viel, das ist halt doof. Ich reite das flammende Seeross gegen einen Wald aus Speeren. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu nähren. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Ja, da können jetzt Pfeile geflogen kommen. Ich hoffe, dass das alles jetzt hinhaut. Wir wurden entdeckt. Ruhig. Kurs halten. Seid bereit, in Deckung zu gehen, Männer. Wir bringen Helheim zu unseren Feinden. Wie schön. Sie senden uns ein paar fliegende Geschenke. Pfeile. Bei Odin Fall. Mögen seine Schildpfeile. Okay, das hat jetzt ein bisschen was von... Alter. Ja, läuft. Okay, ein paar Schiffe sind jetzt gerade schon untergegangen. Im Rennen. Müssen wir da ausweichen? Meine blöde Frage. Festhalten! Ruder doch mal dagegen. Jetzt! Oh, das geht so. What? Alter!
Gänsehaut. Das ist geil. Alles klar, auf geht's. Robert, mach die Ramme bereit. Ja. Wir müssen dieses Tor öffnen. Okay. Komm, benutze die Ramme jetzt. Okay. Ja, wollen wir mal weiter durch da. Der Gegner. So, das ist auch durch. Das ist auch durch. Wie lange brauchen die denn noch für das Tor hier? Komm schon. Ich kann mithelfen hier. Ach so. Ich hätte auch mithelfen können, okay. Alles klar, wir sind weiter. Ruhe. Jetzt kämpft das nicht. Richtig. Das auch. Okay, da lebt einer nicht mehr, den müssen wir mal wiederbeleben. Los, kommt! Hä? Schaffen das. Wir haben ja schon eigentlich fast alles tot gemacht, aber es ist der Tod. Schon daneben gesprungen ist auch okay. Jetzt ein bisschen was zu essen. So, letztes Tor. Wo ist das letzte Tor? Ach, da ist das, okay.
mach das schon, ne? So. Muss mal gucken, dass wir die da oben ausschalten irgendwie. Haben wir eine Möglichkeit, da irgendwie zu helfen? Da. Das ist gut. Dass da ein bisschen Ruhe ist. Ja, auch diese Rambock-Mechanik ist ja mal mega geil gemacht. Hat mir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht in der anderen Kam. Schaden. Einmal noch oder zweimal noch, dann haben wir's. Ja. Komm schon. Jawohl. Oswald, er lebt. Ach, guck mal an. Oswald lebt! Eivor, bist du das? Halt dein Maul, Hänfling. Ach, Rüd lebt auch noch. Halt euch! Das dauert nicht lang. Sorgt euch nicht um mich! Du musst... Schweig, du Narr! So weit ist es also gekommen, Wolfsmal? Zwei Dänen kämpfen um einen dreckigen sächsischen Hurensohn? Wenn du dieses Schwein willst, dann komm und hol es dir! Na, das machen wir doch gerne. Wie kommen wir da hoch? Warte mal, lass uns mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Wir haben leider keine Pfeile mehr, aber die gibt's hier. Das Volk von East Engla hat gesprochen, Rüd. Er gibt. Na, wir kommen da nicht hoch, okay. Deine Schlacht ist noch nicht gewonnen, Oswald. Hä, kommen wir da nicht hoch? Will das Spiel, dass wir das machen? Doch. Kämpfst du für deine geliebten Sachsen? Für deinen erbärmlichen Clan. Ja, einige, die dieses Land zwei Sommer lang ausgeblutet haben. Okay, der Wolf ist anstrengend. Das Mitleid meine Klinge zurück. Ich bitte mir alles geholt habe, was diese Ufer bieten. Okay, jetzt können wir uns um den kümmern. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wo ist eigentlich unser Schild? König. Warum haben wir eigentlich das Schild und nicht an? Du wirst das nicht sein. Na super. Dieser erbärmliche Wurm in dem Käfig? Du bist blind, wenn du an seiner Seite stehst. Ja, heil dich mal. Dänen, die für einen Sachsenkönig kämpfen. Nix da. Die Sagas werden diesen Tag verfluchen. Wow, Feuer. Okay, cool. Ah, Mist. Wir dürfen nicht zu viel ausweichen. Also schon, aber... Oh, wir müssen uns heilen. Kick, warte mal, aber wo ist denn unser Schild eigentlich? Wir können uns hier natürlich nochmal heilen. Das ist halt Mist. Die müssen beherrscht werden, Wolfsmal. Als Trell, nicht als Gleiche.
Okay, wir sind jetzt? Besser als ein jeder von denen. Zerr mich nicht in die Jauche, in der du dich suhlst. Trotz allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helm. Okay, erste Hälfte haben wir. Valhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute. Noch nicht heute. Dieses Land stinkt vor Schwäche und du bist nur ein weiterer verdorbener Schandfleck. Nichts, was ein kleines Feuer nicht auslöschen kann. Ich werde es genießen. Okay, das ist schon mal gut, dass wir sowas können. Wow! Nicht so gut ist, dass wir da brennen. Okay. Wieso kämpft eine Dänin mit Klauen und Zähnen für einen Sachsen? Und ausgerechnet für diesen? Er verfügt im Übermaß über Dinge, die du nicht hast. Er kann herrschen und führen. Du bist nichts als ein mordlüsterner Plünderer. Ja, was ist immer mit Gift? Oh, das ist super effektiv. Und tschüss, Ruth. Genieß die Szene. Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Wie ein schenkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor Königen? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. Erst Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Oh, das ist übel jetzt. Dieser Typ hätte es eigentlich unfassbar verdient. Also, das klingt jetzt hart, aber er hat, also aufgrund der Zeit und des Ganzen, da muss man schon sagen, ich würde ihn schon gerne sterben sehen. Warum kann Oswald nicht einfach sagen, dass er umgenietet wird? Ich meine, die kommen doch am Ende doch zu dem Schluss, wenn sie ihn verurteilen, dass er dann auch stirbt, oder? Chat. 1 oder 2? Tod gleich Ehre bei den Wikingern. Ja, ich weiß, aber Oswald ist ja schon, das ist seine Lande und das ist eigentlich seine Sache, was damit passiert. Ne? Wir mischen uns da schon ziemlich ein. Ich hätte jetzt auch gesagt, er muss auf jeden Fall sterben. Und eigentlich kann Eivor ja nicht über ihren Schatten springen, ne? Wir haben ein eigenes Interesse. Wir haben ein eigenes Interesse daran, dass der stirbt. Und deswegen... Es tut mir leid, Oswald, aber... Er verdient den Tod, Oswald. So will es der Brauch. Eivor, bitte! Tut mir leid, Oswald. Blut für Blut vertreibt die Wärme aus den Herzen. Dann bleibt nichts. Ich weiß, das war hart. Du Lusche! Ja... Oswald hätte das schon verdient, aber... Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, wie es ihm geht. Das machen wir sofort. Ich möchte erstmal den Schatz noch haben. Du kämpfst gut, Heide. Du aber auch. Wir hätten auch da einfach hochgehen können und hätten das nicht so anstrengend machen müssen. Da hätten wir es einfach easy schaffen können, aber gut.
So, wir holen uns jetzt nochmal den Barren hier, der hier drin ist. Und dann, oder die Schätze, die hier drin sind. Hier scheinen nämlich einige zu sein. Ach so, warte mal, kann ich das nicht? Ach Gott. Lass mich das mal hier wegschieben hier, danke. Sowas, also das. Man kann es auch echt unnötig machen. Aber. Die Kupfer-Nickel-Bahn nehme ich gerne. Und ich glaube, mehr Reichtümer. Er wird's verkraften. Ich denke auch, ne? Ich denke auch. Das ist natürlich schon. Ist natürlich schon hart, dass wir das jetzt so entschieden haben, aber. Ich denke, der muss da durch. Da war noch mehr, aber ich glaube, das ist dahinter. Wir reden noch gleich mit Oswald. Das ist, hier ist noch mehr drin, das haben wir verpasst. Und dann wird er sich schon wieder beruhigen. Nochmal das Eisen und sowas holen. Das muss ja auch noch was drin sein. Irgendwas muss hier noch sein. Das haben wir hier einfach nicht gesehen. Guck mal hier. Und dann passt das schon. Ne? Tosa hat recht, er wird es verkraften. Und wir reden nochmal gleich mit dem guten Oswald. Hier geht es nochmal zum Haupttor, das muss nochmal, dann wird er schon. Auf jeden Fall mal eine richtig, richtig epische Schlacht. Also das können wir uns auf jeden Fall nicht, das kann man dem Spiel nicht anlassen. Die haben das schon, also das ganze Dramaturgische und sowas, die Cineastik dahinter, richtig, richtig gut. Da war schon mal auf jeden Fall nichts. Und da ist es so, es fühlt sich halt einfach wirklich nicht wie ein Wikinger-Spiel, also wie ein Wikinger, wie ein Assassin's Creed-Spiel an. Viel, viel krasser. Ist eine 10 von 10. Ja, genau. Auf jeden Fall. Richtig cool. Macht richtig Spaß. So, wir gehen mal zu Oswald. Jetzt glaube ich, der tatsächlich hier irgendwo hier oben an der Mauer. Da ist Oswald. Oswald lebt Eivor. Saxon und Dan, wir kämpften gut, Seite an Seite. Wenn es eine Welt für uns alle geben soll, dann müssen Menschen wie du und ich uns am stärksten verändern, um darin zu leben. Sogar wenn uns das besorgt. Sobald du König bist, kannst du über die Gesetze des Landes entscheiden. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst gar nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide. Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwich geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein. Du hast gekämpft, mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten. Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Ah, sehr cool. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Na, das machen wir doch. 5100 XP, krass. Okay, das war die Schlacht um Castleburg. Neue Quest Hochzeitshörner. Boah, ich hätte jetzt so Bock, noch eine Folge dran zu hängen. Machen wir das noch? Ich würde das gerne abschließen. Wir müssen wahrscheinlich nach Norwegen zurück und sowas. Wir kriegen dann eine neue Quest, schätze ich mal. Ja, die ist irgendwo da hinten. Hä, wo wäre der denn? Aha.
Es gilt, Gelübde abzulegen, Versprechen zu halten. Ivor nimmt an die Feierlichkeit mit ihren neuen Verbündeten. Reise nach Elmenham. Ach, Elmenham war doch dann sein Ort da. Hier sein... Da, wo wir zum Essen eingeladen worden sind. Da müssen wir hin. Das machen wir. Aber ich würde sagen, das machen wir alles dann in der nächsten Folge. Ob es für diese Aufnahmesession dann eine Folge gibt oder ob wir hier an dieser Stelle unterbrechen und den Stream weiterführen, das werdet ihr nicht sehen, ihr Zuschauer von YouTube. Ihr werdet einfach spätestens übermorgen die nächste Folge sehen. Aber bis dahin müsst ihr euch gedulden und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Also ciao.